Herzlich willkommen zu den Heavyweight Hits auf Premiere. Liebe Zuschauer, in der Königsklasse des Boxens hat sich einiges getan und da wird sich hoffentlich noch einiges tun. Und wir zeigen Ihnen heute ja ein sogenanntes Roundup. Diejenigen Boxer, die etwas zählen im Schwergewicht und die hoffentlich bald noch mehr zählen werden. Und ich begrüße hier in dieser Runde denjenigen, der schon Weltmeister ist, nämlich Vitali Klitschko, der einzige Weltmeister im Schwergewicht mit einem Doktortitel. Hallo. Schönen guten Abend oder guten Tag. Und herzlich willkommen den erfolgreichsten Boxtrainer zur Zeit, Fritz Dunek, derjenige, der 5 Weltmeister unter seinen Fittichen hat, unter anderem eben Vitali Klitschko. Herzlich willkommen. So, damit wir gleich Bescheid wissen und richtig einsteigen, schauen wir uns mal die Situation an, wie sie sich im Moment darstellt. Das ist relativ übersichtlich. Es gibt nämlich nur 2 Namen im Schwergewicht, die im Moment einen Gürtel tragen, der von Rang ist. Nämlich da ist Lennox Lewis, der ist Weltmeister in der WBA, IBF und WBC. Und der angesprochene Vitali Klitschko, er ist Weltmeister in der WBO. Sie waren beide in Las Vegas, haben den Kampf gesehen, den letzten am 13. November, Holyfield gegen Lewis. Wie war der Eindruck, Vitali? Was war das für ein Kampf? War sehr interessanter Kampf, hat mir sehr gut gefallen und habe ich sehr viel gelernt von diesem Kampf, sehr viel geguckt und danach, nach dem Kampf, wir beide mit Fritz gesprochen wegen dieses Kampf und sage ich, eine kann es vollkommen und hoffentlich nächstes Jahr wird großer Kampf und hoffe ich gegen Lennox Lewis, die stärkste Boxer in Schwergewicht im Moment, heute. Fritz, Lennox Lewis, ist er schon in Reichweite von Vitali Klitschko? Glauben Sie das? Ja, ich denke, wir haben in diesem Kampf gesehen, dass beide doch große Schwächen haben. Lennox Lewis, wie auch Evander Holyfield. Und Lennox Lewis ist doch sehr deckungsschwach. Holyfield, das kleinere Mann, hat sehr, sehr oft mit der rechten Hand getroffen. Und wenn von Vitali die Eisenfaust einschlägt, ich denke, da könnten die Lichter ausgehen, wie gegen McCall, als er umgefallen ist in London. Ne? Wollen wir gleich mal reingehen in die Studien, die wir vorliegen haben zu diesem Kampf, denn Holyfield-Lewis, das war ja bereits ein Rückkampf. Am 13. März fand der erste Kampf statt, der mit einem Unentschieden geendet hat. Das war ja praktisch ein Skandalurteil. Und der Rückkampf 4, das ist die 5. Runde. Holyfield in der dunklen, in der violetten Hose. Fritz, was sagen Sie zu dem Kampfstil der beiden? Ja, ist natürlich unterschiedlich, ist klar. Holyfield muss versuchen, in den Mann reinzukommen. Und häufig ist es eben auch zum Gerangel gekommen, wie in diesem Fall. Manchmal musste wirklich man schon annehmen, dass es ringen. Aber letztendlich war Holyfield, wenn er im Mann drin war, nicht stark genug, um sich dort durchzusetzen. Zum Beispiel dort mal einen Knick zu machen, kleine, sich rauszulegen, um dann aufwärtshaken zu schlagen, wie Mike Tyson es immer perfekt konnte. Ne? Und Lewis war natürlich dann bemüht, wenn Holyfield dran war, sofort zu unterbinden, zu halten. Und dann die Gefahr mit dem Kopf, die doch bei Holyfield immer wieder ausging. Und hier sieht man es gerade wieder, war so eine Szene, wo er mit dem Kopf rein ist. Und das war damals auch die Situation, als Mike Tyson so böse geworden ist, dass Holyfield ja auch mit dem Kopf rein war. Ja, dafür ist er leider etwas bekannt, dass er Kopfstöße häufiger praktiziert. Das war auch die Sorge von Lennox Lewis vor dem Kampf, die er dann via Zeitungen auch geäußert hat. Vitali, Lennox wirkt aber etwas phlegmatisch in Teilen des Kampfes, also gar nicht so explosiv. In dieses Mal, Lennox, das war eine Überraschung für mich. Er hat gesehen, viel schlechter aus als letzter Kampf gegen Holyfield in Madison Square Garden. Nicht so explosiv, nicht so stark, nicht so scharfe Arbeiter hat gemacht. Habe ich sehr viele zusammen mit Fritz Fälle gesehen von Lennox Lewis und sage ich, er ist keine vollkommen, zum Beispiel mit guter Vorbereitung. Ich kann kämpfen gegen Lennox Lewis und kann gewinnen. Und wir arbeiten nur auf dieses Ziel. Vielleicht können wir mal die Fehler konkret ansprechen. Welche sind das? Hier bekommt er natürlich gerade eine rechte. Sehen wir ganz oft die Holyfield Kopf kleiner als Lennox Lewis und sehr oft mit rechte, mit linke. Er hat getroffen Lennox Lewis. Die beide Hände geht runter und
ganze Körper ist offen. Und selbstverständlich, die Holyfield sehen wir wieder. Holyfield benutzen Fälle von Lennox Lewis und trifft. Fritz, ist das Arroganz, dass Lennox Lewis die Deckung so weit runterfallen lässt? Oder wie kann man das erklären? Ich denke, einer Seite vielleicht ein bisschen Arroganz dabei. Letztendlich aber will er Holyfield provozieren, dass er kommt, in den Angriff geht, sich dabei selbst öffnet, damit er harte Treffer ansetzen kann. Einige Male hat er sehr gut praktiziert. Jetzt gerade zuletzt waren natürlich einige Szenen, da hat Holyfield sehr, sehr stark getroffen. Davor war Lennox Lewis aus der langen Distanz, hat der Holyfield aber sich so gut beherrscht, dass er das nicht öfter gemacht hat, das zugelassen hat, dass Holyfield reinkam in den Mann. Das habe ich absolut nicht verstanden. Das ist übrigens jetzt die 12. Runde, die die Punktrichter alle an Holyfield gegeben haben. Wobei hier natürlich zu sehen ist, das ist eigentlich ein Schlagabtausch. Das Urteil war nachher eindeutig. Und zwar haben alle drei Punktrichter Lewis vorne gesehen. Was sagen Sie, Vitali? Sie waren live dabei, Sie können das, glaube ich, sehr gut beurteilen. War das Urteil so gerechtfertigt? Das ist zwar richtiges Urteil, meiner Meinung nach, aber immer nach dem Kampf, welcher läuft alle 12 Runden und nach Punkte-Sieg, nicht klarer Sieg über K.O., nach Punkte-Sieg die Frage wieder kommt, wer war besser in diesem Kampf. Und gleiche Frage war in diesem Kampf Lennox Lewis gegen Holyfield. Hälfte Halle und Hälfte Publikum hat gesagt, die Lewis Sieger. Und zweite Hälfte hat gesagt, nein, die Holyfield besser ausgesehen. Sie vermeiden diese Frage immer, sagen so, damit da gar keine Diskussion aufkommt. Ich mache vorher Schluss. Von daher ist das, glaube ich, die beste Lösung. Fritz, sagen Sie auch, dass das Urteil so gerechtfertigt war? Ja, ich denke, das Urteil geht in Ordnung. Der Sieger ist der Richtige. Allerdings denke ich auch mit dem Bonus von dem ersten Kampf her noch. Denn so klar, auf alle Fälle hat Lewis diesen Kampf gegen Holyfield nicht gewonnen. Denn Holyfield war aktiv. Das wird an sich sonst viel höher bewertet in Amerika. Sicherlich waren daher einige Leute überrascht. Wobei, wie gesagt, ich habe den Kampf dann auf Video nochmal genau mehr angesehen. Und die klaren Treffer, oder häufig klare Treffer, die hat Lennox Lewis im Holyfield aus der langen Distanz gesetzt. Und auch einige tolle Aufwärtshaken, die schon spektakulär waren, gerade in den ersten Runden. Und daher geht ein Sieg in Ordnung von Lennox Lewis, aber wie gesagt, nicht in dieser Höhe. Es gab einige Boxexperten, zumal in Amerika, die gesagt haben, na, bei dem Kampf hätte man wahrscheinlich sogar ein Unentschieden geben können. Das wäre natürlich absurd gewesen und war auch in dem Sinne dann unmöglich nach diesem ersten Skandalkampf am 13. März. Sie haben jetzt beide gesagt, Lennox Lewis, der ist in Reichweite, den wollen wir haben. Wir haben auch mal Lennox Lewis gefragt, ob er denn glaubt, dass er gegen Vitali Klitschko antreten kann. Wer ist das? Wer soll das sein? Er hat gerade Herbie Hyde geschlagen. Er braucht noch ein paar mehr Kämpfe. Es kann nicht sein, dass er nach einem gewonnenen Kampf schon Lennox Lewis herausfordern will. Aber Vitali hat den einzigen Gürtel, den sie nicht haben. Welcher Gürtel ist das? Der WBO. Also, die Arroganz spricht aus diesen Worten. Was kann man darauf erwidern? Was sagen Sie dazu, Vitali? Ich sage ich nicht, ich kenne nicht Lennox Lewis, weil Lennox, selbstverständlich, Lennox Lewis weiß und sehr gut kennt meinen Namen. Er hat ja auch gesagt, Herbie Hyde haben sie geschlagen. Also er hat sehr wohl den Kampf gesehen und wusste auch, um welchen Gürtel es sich handelt. Das war natürlich Schauspielerei, Provokation. Das ist Provokation und sage ich, in dieses Provokation man vielleicht kneift und hat Angst. Wahrscheinlich habe ich seine Augen nie gesehen, war dunkle Brille. Mal sehen, wir können uns treffen und dann können wir bekannt zu machen in Ring. Ich denke, Fritz, Sie haben dazu auch die gleiche Natürlich, Meinung. Ich denke schon. Er möchte seinen Titel noch oder die drei Titel jetzt ein bisschen behalten und nicht gleich wieder verlieren. Und daher diese Reaktion. Und daher sind die Amerikaner, Engländer oder Jamaikaner, wo er herkommt, oder als Kanadier habe ich ihn damals noch kennengelernt bei Olympia in Seoul, bekannt, um ein bisschen Show zu machen. Und das gehört dazu, das Klappern. Ne? Aber Sie meinen, es könnte der gleiche Effekt eintreten wie bei Herbie Hyde, der ja damals auch sehr große Töne gespuckt hat und eigentlich nur seine Angst kaschiert hat.
wir erkennen solche Töne und Sie haben es gut angeschnitten jetzt mit Herbie Hyde. Er hat es hier in Hamburg kundgetan, wie er mit Vitali umgehen will, und er hat eine Heli-Quittung bekommen. Und ich denke, unsere Rechnung wird doch darauf gehen. Können Sie stellen. Gut, wir wollen jetzt aber nochmal tiefer reingehen in die Schwergewichtsszene. Und da gab es einen Kampf am vergangenen Wochenende zwischen Michael Grant und Andrew Golota. Das war praktisch so ein Ausscheidungskampf zwischen den beiden, wer jetzt der nächste Herausforderer oder vielleicht ein Herausforderer sein kann von Lennox Lewis. Und hier haben wir Andrew Golota, die Fakten zu ihm, Alter 31, die Größe 1,93, also schon eine Größe, die im Schwergewicht Not tut. Siege 34, nur 3 Niederlagen, 2 gegen Riddick Bowe, die waren unter anderem auch umstritten, beide durch Disqualifikation, eine in der 7., eine in der 9. Runde und eine Niederlage gegen Lennox Lewis, aber die war natürlich ja, gravierend, denn das war gleich in der 1. Runde, dass er da K.O. geschlagen wurde. Ihre Einschätzung zu Andrew Golota? Sehr guter Sportler, sage ich, sehr viele Kämpfe habe ich gesehen. Dynamisch, aber letzte Kämpfe, das war für mich eine Überraschung, die Niederlage gegen Lennox Lewis in erster Runde, das kann passieren im Boxen, aber trotzdem, und das war für mich zwei Überraschungen, die Schläge, tiefe Schläge, was er hat gegen Riddick Bowe gemacht, aber trotzdem sage ich, er hat hart hauen, er geht immer vor. Und der Kampf, welchen wir gucken jetzt, meiner Meinung nach zeigt, wie gut ist Andrzej Golota. Das werden wir gleich sehen. Was sagt Ihnen der Name Michael Grant, Fritz? Ja, Michael Grant ist mir bekannt aus dem Trainingslager, als wir mit dem Camper im Holyfield waren, der Vorbereitung gegen Michael Moore. Und da hat Vitali gegen Michael Grant auch Sparring gemacht, aber leider nur einmal. Und da hat Don Turner schon wohlbehalten sein Mike zurückgenommen. Im ersten Sparring sollten 6 Runden machen, 3 Runden gegen Aki Wande. Nach 3 Runden wurde Aki Wande aus dem Ring genommen und Mike Grant kam rein für die nächsten 3 Runden für Vitali. Und ich denke, Vitali hat seine Aufgabe soweit gut gelöst, außer ein kleiner Stolperer. Und die hatten gleich gemeint, Mike hätte ihn mit einem linken Haken erwischt, aber es war wirklich kein Wirkungstreffer in dem Sinne. Und ich hätte sehr gern nochmal ein Sparring zwischen den beiden gesehen und jetzt kann auch der Kampf kommen. Zwischen den beiden. Er möchte die Nummer 1 sein, er möchte vor Mike Tyson eigentlich sein in der WBO und wir wären bereit. Und auch André Golota, ich kenne ihn auch sehr gut aus der Amateurzeit. Und dort habe ich mit den Holländern zweimal gegen ihn geboxt, mit den Arnold van der Leyde. Und er lässt sich an sich sehr leicht boxen. Hat das Profi natürlich mächtig zugelegt jetzt in Gewicht und so. Und er hat schon spektakuläre Kämpfe gemacht, aber was er ist sehr unbeherrscht und hat keine Nerven. Wir schauen mal schnell noch auf Michael Grant, auf die Daten von ihm. Also 27 Jahre, 2 Meter, Idealgröße eigentlich, identisch mit Vitali, 30 Siege, ungeschlagen. Und ich denke, wir sollten jetzt sofort reingehen in den Kampf vom vergangenen Wochenende. Also die Auseinandersetzung zwischen Michael Grant und Andrew Golota. Machen Sie sich auf einiges gefasst. Kommentator ist Tobias. Er ist der Außenseiter in diesem Duell. Andrzej Golota, der Mann aus Warschau, 31 Jahre alt, 1,93 Meter groß, 3 Niederlagen. Stehen bei ihm zu Buche. 2 gegen Riddick Bowe und 1 gegen Lennox Lewis. Und hier Michael Grant, der Titelverteidiger dieser nordamerikanischen Meisterschaft. Die amerikanische Antwort auf die Klitschkos. 2 Meter groß, 114,3 Kilogramm schwer. Ungeschlagen bislang in 30 Kämpfen, 21 davon durch K.O. Die letzte Umarmung von Don Turner, dem Cheftrainer, der ja auch Evander Holyfield trainiert. Ringrichter Randy Newman, der ehemalige Schwergewichtsboxer, und die 3-Punkt-Richter Melvina Lathan, Chuck Hazard und Dick Flaherty. Auch 12 Runden angesetzt. Es geht um die nordamerikanische Meisterschaft. NABF, den Titel hält Michael Grant. Er gewann ihn gegen Ahmed Abdin durch technischen K.O. in der 10. Runde. Heute Titelverteidigung Nummer 1. Im letzten Kampf von Michael Grant gegen Lou Savarese stand dieser Titel nicht auf dem Spiel. Also die schwarz-weiße Hose, der größere Boxer Michael Grant, 27 Jahre alt, kommt aus Norristown in Pennsylvania, gilt als größte Schwergewichtshoffnung. So sagen sie das in Amerika. Was
kann er hier gegen Andrew Golota bestellen. Er will überzeugend gewinnen, am liebsten durch K.O., so wie es Lennox Lewis gemacht hat in der ersten Runde. Aber es gibt auch viele, die sagen, dieser Golota kann mit seinen boxerischen Möglichkeiten Michael Grant vor erhebliche Probleme stellen. Grant muss versuchen, die Führhand einzusetzen. Er wird versuchen, auf Distanz zu bleiben, die Fäuste fliegen zu lassen, die langen, geraden Hände. Aber ab und zu kommen bei ihm ja auch die Haken gut durch. Und Golota muss versuchen, in den Mann zu gehen, mit den kürzeren Armen seine Hebelwirkung einzusetzen, was die Kontermöglichkeiten betrifft, was die kurzen Hakenserien angeht. Er lässt die Handschuhe tief, Michael Grant, vor allem die linke. Na gut, reingesprungen mit der Rechts-Links-Kombination, aber Golota kann ja einiges wegstecken. Und da war die Rechte von Golota und Michael Grant am Boden. Eine Sensation, die sich hier anbahnt. Er ist noch mitgenommen. Michael Grant wird angezählt von Randy Newman. Kann er weitermachen? Ja, noch 37 Sekunden. Schafft es Andrew Golota jetzt hier, den Kampf zu beenden? Na, er hält, er klammert Michael Grant. Und nochmal die Rechte. Die Knie sind weich beim 2-Meter-Mann. Und die Fans feiern schon ihren Andrew Golota und wieder muss er runter. Michael Grant am Boden, da kommt der Gong. Er wird natürlich weiter angezählt. Der Gong kann in diesem Fall nur in der letzten Runde retten. Eine deutliche Runde für Golota. Und jetzt Schwerstarbeit natürlich in der Ecke von Michael Grant, Don Turner, Manny Espinosa und Robert Miles. Der große Favorit gerät ins Straucheln. Der Mann, der auf Position 2 steht bei der WBO, auf Position 3 beim World Boxing Council und bei der WBA auf Position 6. Roger Bloodworth in der Ecke von Andrew Golota. Leichte Verletzung am Auge, über der Augenbraue. Mach weiter mit der Führhand. Hier nochmal die Wiederholung des ersten Niederschlages. Läuft ihm voll rein. Gute Rechte von Golota. Hier nochmal. Muss selbst die Rechte nehmen, aber zeigt, dass er mehr wegstecken kann. Und hier, das war Niederschlag Nummer 2. Da wackelte Michael Grant. Runde 2. Auf 12 Runden angesetzt. Aber nach dieser ersten Runde darf man wohl davon ausgehen, das wird nicht über die Zeit gehen. Was macht Michael Grant? Schafft er es jetzt auf Distanz zu bleiben? Wird die Führhand häufiger einsetzen? Und Golota wird versuchen, wieder durchzukommen. So wie hier die Links-Rechts-Kombination. Also auf dem Papier geht es um die nordamerikanische Meisterschaft, aber in Wirklichkeit geht es um viel mehr. Es geht um die Möglichkeit, gegen Lennox Lewis anzutreten, vielleicht gegen Vitali Klitschko. Ein großer Zahltag um die Weltmeisterschaft. Man geht davon aus, wenn Grant gewinnt, darf er gegen Lewis ran. Und bei Golota, der ja schon gegen Lewis geboxt hat, da gleich in der ersten Runde einging, setzt man auf die Karte Klitschko. Golota jetzt ganz ruhig, ganz abgeklärt. Erst die Führhand, dann die Schlaghand hinterher. Die Defensivarbeit beim Amerikaner wackelig. Er lässt die Handschuhe ganz tief hängen. Probleme auch im Distanzgefühl bei Grant.
Wenn der kleinere Mann, in diesem Falle Golota, es schafft, die Führhand so klar, so einfach ins Ziel zu bringen, ist das ein schlechtes Zeichen. Ein schlechtes Zeichen in diesem Falle für Michael Grant. Ja, noch einmal so ein versuchtes Kopfstoß, dann ziehe ich dir einen Punkt ab. Die Ermahnung von Randy Newman. Ja, da schaut Golota rüber zu Randy Newman und sagt, Mensch, da waren zwei Treffer tief. So, selbe Ermahnung an Grant, aber diesmal wegen Tiefschlag. Ja, das wäre bitter. Das wäre das Allerschlimmste, was hier passieren könnte, wenn einer der beiden Boxer disqualifiziert werden müsste. Wegen Kopfstoß oder wegen wiederholtem Tiefschlag. Das kann das Schwergewichtsboxen zurzeit am allerwenigsten gebrauchen. Roger Bloodworth, Cheftrainer bei Golota, Joe Sousa und Ziggy Rosalski. Und hier Don Turner. Nach der Niederlage von Evander Holyfield ist dieser Michael Grant natürlich sein bestes Pferd, seine größte Hoffnung. Bring die Führhand und versuch auch mal den Haken ins Ziel zu bringen. Hier nochmal. Beide kommen gut durch, aber genauer, Hertha trifft Golota. Das waren die Niederschläge aus der ersten Runde. Ja, hier beim zweiten hat er die Balance verloren, aber wirkte auch ein klein wenig mitgenommen. Also, die erste Runde auf jeden Fall an Golota, die zweite vielleicht auch. Jetzt Runde 3. Und Golota fällt rein. Golota will nochmal die schwere Rechte ins Ziel bringen. An Atlantic City, da hat Kollege Golota ganz schlechte Erinnerung. Hier war ja der Kampf gegen Lennox Lewis, wo er direkt in der ersten Runde verlor, im Oktober 97. Für Michael Grant natürlich ein Heimspiel. Der Mann aus Pennsylvania. So, Punktabzug gegen Golota wegen Kopfstoß. Er macht sich oft sehr klein, dieser Michael Grant, nutzt seine Reichweitenvorteile da sehr selten aus und eröffnet so Golota gute Chancen, so wie hier, selbst mit seiner Führhand durchzukommen. Kann dieser Michael Grant der kommende Weltmeister werden? Ist er der neue Superstar in der Schwergewichtsszene? Viele Experten glauben das. Viele Experten zweifeln das an. Wenn er die linke schlägt, dann zieht er die rechte oft weg. Michael Grant.
Ja, das war auf den Hosenbund. Das war kein Tiefschlag, auch wenn Golota das hier anmahnt. Randy Newman spricht nochmal deutliche Worte. Da hat Golota nachgeschlagen. Er schüttelt den Kopf. Zufrieden kann er nicht sein, Michael Grant. Was sagt Don Turner? Du musst mehr Druck machen. Lass dich nicht von Golota in den Rückwärtsgang zwingen, sondern sei du derjenige, der ihn zurückdrückt. Hier nochmal, ja, auf den Hosenbund, aber ausgerechnet Golota muss sich da beschweren. Der Mann der Tiefschläge. So, jetzt Punktabzug gegen Michael Grant. Also Grant zweimal am Boden und jeweils ein Punktabzug sowohl gegen Golota als auch gegen Grant. Es führt Andrew Golota, der hier mit dem linken Haken gut durchkommt. Eine Menge Arbeit für Randy Newman. Er wirkt wackelig, er wirkt schwerfällig. Michael Grant kommt nicht klar mit der aggressiven Art von Golota, der nach vorne marschiert. So, da gibt es auch mal Lob von Randy Newman dafür, dass Golota sich da sauber getrennt hat. Er ging mit dem Kopf voran gerade wieder rein. Michael Grant würde gut daran tun, die Führhand einzusetzen. Sie häufiger zu schlagen, die Distanz zu testen. Im Hintergrund schaut sich auch Lennox Lewis diesen Kampf an. Der neue, unumstrittene König im Schwergewicht, der Weltmeister der drei großen Verbände. WBA, WBC, IBF. Eventuell entscheidet sich hier sein nächster Herausforderer und da schlug Golota mal wieder nach. Gibt noch ein paar Ermahnungen. Entweder Klitschko oder Tyson oder Michael Grant. Das kann da anstehen für Lennox Lewis. You almost went in that round. You're gonna break him down. He's gonna go. Who feels good? Tell me, huh? You all right? Du musst marschieren. Du musst Druck machen. Bring die Führhand. Das war die Szene, wo es den Punktabzug gab. Ah, die rechte fliegt vorbei. Dafür die linke am Kinn. Ja,
das Trump Taj Mahal in Atlantic City im US-Bundesstaat New Jersey. Spielerparadies an der Ostküste. Da war die Rechte gleich zu Beginn dieser fünften Runde. Der Amerikaner belässt es häufig bei dieser 1-2-Kombination. Mehr als zwei Schläge kommen da nur äußerst selten. Hat sich ein bisschen erholt, Michael Grant, von dieser ersten Runde. Wirkt etwas besser. Grant versucht, die Führhand mit mehr Druck zu bringen. Aber es fehlt die Entschlossenheit auch, die Rechte dann hinterher zu schlagen. Anfeuerungsrufe mittlerweile hier für Golota. Lebt ja in Chicago. Da ist Grant mit dem Kopf voran reingegangen. Haken vorbei. Dafür war die Rechte im Ziel. Gute Treffer jetzt von Grant. Gute Aufwärtshaken. Guter Endspurt dieser fünften Runde. Das linke Auge ist geschwollen, aber da kam er mal etwas besser durch. Man kann ja auch streiten über beide Namen. Heißt Golota nun Andrzej oder Andrew, wie ihn die Amerikaner hier nennen, und bei Grant gibt es die Zweifel am Nachnamen. Die einen sagen eben Grant und die anderen meinen, es muss Michael Grant heißen. Wie dem auch sei, hier dürfte Golota zurzeit noch vorne liegen. Die sechste Runde auf 12 Runden angesetzt. Es geht um die nordamerikanische Meisterschaft. Titelträger Michael Grant. Die erste Titelverteidigung für ihn. Der war früher IBC-Weltmeister. Also beim Verband International Boxing Council. Ein kleiner, ein dubioser, ein zu vernachlässigender Weltverband. Holte den Titel gegen Alfred Cole und hat ihn dreimal erfolgreich verteidigt. Die etwas größere Erfahrung als Profi, die sehr viel größere Erfahrung als Amateur, die könnte für Golota spielen, der hier sich direkt entschuldigt, danach geschlagen hat. Und Randy Newman sagt, okay, dafür ziehe ich dir nicht auch noch einen Punkt ab. Golota gewann 1988 die Bronzemedaille bei Olympia. Nach der Niederlage gegen Lennox Lewis schlug er Eli Dixon, schlug Jack Basting, Corey Sanders und Tim Witherspoon. Und zuletzt Jesse Ferguson und Quinn Navarre.
Er kann schnell schlagen, Michael Grant, aber trotzdem lässt er die Handschuhe häufig zu tief hängen. Gut ausgependelt. Die lange Rechte von Golota. Er macht etwas mehr, Andrew Golota. Beide müssen aufpassen auf ihre Köpfe, wenn sie da nach vorne gehen. Eine etwas ereignislose sechste Runde. Beide vielleicht mit der Überlegung, ein bisschen Kraft zu sparen, wenn es hier doch noch etwas länger dauert. Die linke Gesichtshälfte geschwollen. Du musst aggressiver boxen, du musst nach vorne gehen. Da war die rechte. Gute Zeitlupe. Aber Golota hat sie weggesteckt und hat keine Wirkung gezeigt. Beide Trainer, Don Turner und Roger Bloodworth, fordern die Führhand. Beide sollen mehr mit dem Jab arbeiten. Beide sollen die Deckung geschlossener halten. Auf jeden Fall hält Grant die Rechte jetzt viel höher. Golota 109,8 Kilo, Michael Grant 114,3. Der eine ungeschlagen in 30 Kämpfen, der andere mit 3 Niederlagen bei 34 Siegen. Es geht, ich habe das schon erwähnt, um mehr als um diese nordamerikanische Meisterschaft. Es geht um die Spitzenposition im Rennen darum, wer demnächst Lennox Lewis für eine Riesenbörse herausfordern darf. Es kommt weniger von Golota. Hat die ersten Runden sehr viel effektiver gearbeitet. Springt jetzt immer ran, tut dann nichts mehr. Und gibt sich die Blößen, die Michael Grant braucht.
Jetzt, wenn die Führhand deutlich kommt von Michael Grant, dann könnte dieser Kampf noch kippen. Golota liegt nach Punkten vorne. Da war wieder die schwere Rechte. Manchmal wirkt er unbeholfen, manchmal wirkt er hilflos. Michael Grant, wenn er da rausgehen will, sich so wegdreht. Mittlerweile schwillt Grant auch rechts. Gute Haken. Und wieder mit dem Gong der letzte Treffer von Golota. Donald Trump, der Milliardär, und Lennox Lewis, der Schwergewichtskönig nach diesem Sieg über Evander Holyfield. Oder man könnte sagen, nach den zwei Siegen, denn den ersten Kampf im März hat er ja auch gewonnen, auch wenn die Punktrichter da ein Unentschieden errechnet hatten. Die achte Runde. Gute Rechte, guter Konter von Grant. Grant schlägt einen guten Aufwärtshaken, aber er bereitet zu selten vor. Wo ist die Führhand? Und da kommt der Kopf rein von Golota. Also da würde ich schon ein klein wenig Vorsatz unterstellen wollen. Was kann er zusetzen? Der nordamerikanische Meister. Was kann Meistertrainer Don Turner ihm jetzt sagen? Alles, was du zu tun hast, ist, du musst fighten. Und was denkt sich Lennox Lewis? Hier nochmal diese Szene, also das sah wirklich ein bisschen nach Vorsatz aus. Da ist er nicht einfach nur reingestolpert, sondern richtig reingegangen mit dem Eisenschädel. Gut, dass das der Ringrichter anders gesehen hat. Gut, zumindest für Golota. Neunte Runde. So langsam läuft die Zeit davon für Michael Grant.
Ja, da hat erst Golota nachgeschlagen und dann Michael Grant auch. Also das hier ist Kindergarten, sagt Randy Newman. Wenn ihr euch schlagen dürft, dann tut ihr es nicht. Und wenn ich sage Break, dann fangt ihr an damit. So kann es nicht gehen. Benehmt euch wie Männer. Golota arbeitet gut hinter seiner Führhand, bringt sie einmal, bringt sie zweimal, geht dabei nach vorne und nimmt so Grant die Möglichkeiten, etwas dagegen zu unternehmen. Der geht zu oft nur nach hinten raus. Da fehlt die Möglichkeit, mal zur Seite einfach wegzugehen, um den Gegner abzufangen. Lothar nicht mehr mit der boxerischen Linie wie noch zu Beginn, aber Grant auch lange nicht so stark wie erwartet. Die letzten Sekunden der 9. Runde. Ja, gegen Ende der Runde kommt er immer noch mal, Michael Grant. Und da muss Randy Newman aufpassen, dass das da nicht böse wird. Wie mag es jetzt stehen auf den Zetteln der Punktrichter? Dick Flaherty, Chuck Hazard, Melvina Lathan. Wie fühlst du dich? Die Frage von Robert Miles. Keine Antwort von Michael Grant. You gotta come out, you gotta look mean, you gotta look fresh. When he starts bouncing, you take it away from him. And look, don't push that right hand. Atme tief. Andrew Golota, du musst böse gucken, du musst entschlossen gucken. Jetzt entscheidet sich alles im Kopf, sagt Roger Bloodworth. Ja, unschöne Szene. Nachgeschlagen von Golota, nicht geahndet von Randy Newman. Also, die 10. Runde. Ein bisschen mehr Erholungszeit noch, da muss aufgewischt werden in der Ecke von Grant. Und los geht's. Er dreht ab. Andrew Golota. Er weiß auch, ganz so gut wie in den ersten Runden kommt er nicht mehr durch. Gute Rechte von Grant. Und nochmal, da ist er angeschlagen. Andrew Golota wackelt. Jetzt kommen die Hakenserien. Die Rechte nochmal. Die linke, die rechte aufwärts und Golota am Boden. Wird angezählt. Willst du weitermachen, fragt Randy Newman. Was sagt Golota? Er führt ihn zurück in die Ecke, der Kampf ist aus. Der Kampf ist aus. Sieger Michael Grant, weil Golota nicht mehr weitermachen will, nicht mehr weitermachen kann. Auf jeden Fall nicht mehr weitermacht. An der Nase mitgenommen, an der Augenbraue auch. Er hat einfach nicht reagiert
als Randy Newman gefragt hat, willst du weitermachen? Was war da los? Hier nochmal die Szene. Die linke stochert rum, die rechte Volltreffer. Und hier die Szene, wo er dann angeschlagen war. Voll an den Kinnwinkel. Er stolpert weg. Und dann kommen die Hakenserien von Grant. Kann er froh sein, dass Golota nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Da war er sträflich offen, aber Golota am Boden. Und dann entscheidet der Mann aus Warschau, er will aufhören. Macht nicht weiter. Ein überraschendes Ende. Sieger also Michael Grant. Randy Newman, following the knockdown, calls a halt to the bout at 1 minute 31 seconds of round 10. The winner and still NABF champion and still undefeated from Norristown, PA. He is Michael Buffer mit dem Urteil nach einer Minute und 31 Sekunden in der 10. Runde. Er bleibt ungeschlagen, sein 22. K.O.-Erfolg. Vitali, glauben Sie, dass Andrew Golota genau wusste, was er da tut oder sagt in der 10. Runde, als ihn Randy Newman fragt, do you want to fight, also willst du weitermachen? Das ist meine Meinung, Golota kann weiterkämpfen in der Kampf und das ist für mich war eine Überraschung, dass es solche Ende, weil alle 10 Runde, meine Meinung, Golota hat geführt, den Kampf. Auf den Punktzetteln war das auch so, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Fritz, glauben Sie, dass er das bereut, der Andrew Golota? Ja, ich denke, er wird schon bereuen. Er hatte die Chance hier, den Kampf wirklich zu gewinnen. Er hat klar geführt und ich denke, das war wieder eine Frage der Psyche bei ihm. Er hat sich das nicht zugetraut. Er ist sofort aufgestanden. Das ist an sich ein Zeichen. Er war sofort da. Er ist also nicht richtig K.O. gewesen und es war eine Schwäche. Er ist wirklich von der konditionellen Seite her absolut nicht drauf gewesen. Das hat man teilweise ja schon im Kampf gesehen bei beiden, dass sie doch ziemlich doll nachgelassen haben. Und er hat sich das nicht mehr zugetraut, den Kampf nochmal aufzunehmen. Und das ist wirklich von der Psyche her sehr, sehr schwach gewesen. Und das sagt ja eingangs schon, er psychisch nicht der Stärkste. Verliert auch sehr schnell die Nerven. Wir kommen nochmal kurz auf das Punkten zurück. Vitali, Sie haben es gesagt, Golota führte nach Punkten. Und zwar hat man auch ein neues Punktsystem in New Jersey eingeführt, das sogenannte Majority Scoring System. Das heißt, sofort nach einer Runde werden natürlich die Punktzettel eingesammelt. Und wenn zwei Punktrichter den Boxer vorne haben, der in dem Fall Golota hieß, dann wird diese Runde automatisch an Golota gegeben. Auch wenn der Dritte sagt, Michael Grant war vorne. Also das heißt, man setzt sofort nach dieser Runde fest, nach dem Prinzip der Mehrheitsentscheidung, das ist eine Runde, die an Grant oder Golota geht. Das ist ja ein Unterschied zu dem bisherigen System, als am Ende eigentlich abgerechnet wurde, als am Ende dann die ganzen Punktzettel nochmal addiert wurden. Finden Sie dieses System besser, Vitali? Mal sehen, die Zeit zeigt alles. Die Systeme gut oder nein. Das ist schwer zu entscheiden sofort. Gute, das ist Systeme oder nein. Aber trotzdem, die beste Entscheidung, Kosik. Fritz, was sagen Sie? Ja, ich denke schon, es ist eine Neuerung im Punkten. Und ich meine, auch nach bei dem alten System wurden die Punktzettel ja sofort wieder eingesammelt. Muss wie gesagt am Ende erst zusammengerechnet. Und so, glaube ich, ist es von der Entscheidung her wirklich Runde für Runde doch günstiger. Wenn man das jetzt als Beispiel für Sie zu Hause den Kampf vom 13. März, den umstrittenen Kampf zwischen Holyfield und Lewis, nach diesem System bewertet hätte, dann wäre Lewis als Sieger hervorgegangen. Also das einfach auch nochmal als Hinweis, dass dieses System wohl seine großen Vorteile hat. Ja, nicht nur nach dem System, normalerweise wäre auch nach dem anderen System der Sieger gewesen, bloß da hat sich mal wieder jemand geehrt gehabt. Ne? Eugenia Williams sprechen Sie an. So ist es und das ist der Charakter der Menschen und das ist nicht nur im Boxen so, wo solche Entscheidungen gefällt werden durch Menschen, das ist im Eiskunstlauf, im Turnen, überall in solchen Sportarten gewesen und man sieht es immer wieder, dass doch korrupte Entscheidungen nicht nur im Sport entstehen und das ist eben der Charakter der Menschen, wenn man irgendwas bekommt dafür, da ist man schon, wie man so schön sagt, weich zu bekommen. Ne? Sie haben Ihre Erfahrung gemacht, so höre ich das gerade raus. Wir hören mal rein, was Michael Grant und auch der Trainer Don Turner nach diesem Sieg gesagt haben.
Dom Turner hat mir gesagt, du musst ihn K.O. schlagen. Wollte ich aber trotzdem nicht. Ich hatte vor, meine Schnelligkeit zu nutzen. Golota hatte Probleme mit meinem Jab. Ich war sehr beweglich und das machte die Sache für ihn schwierig. Ja, also Michael Grant meint, er hätte halt mehr Druck machen sollen hinter seinen Jab, was er dann letztlich auch in der 10. Runde wohl durchgesetzt hat. Und das war der Schlüssel dann zum Erfolg. Und Don Turner, sein Trainer, haben wir auch noch mal kurz in einer Aussage, die, glaube ich, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang. Wir haben ihm gesagt, Junge, du musst was tun, du liegst zurück, du musst ihn ausknocken, du musst kämpfen. Vergiss alles andere, schlag einfach zu. In seiner unnachahmlichen Art Don Turner. Michael Grant ist ja der Erste gewesen, der Obed Sullivan ausgenockt hat, und zwar vor einem Jahr in der 9. Runde. Und Obed Sullivan ist der nächste Gegner von Vitali Klitschko am 11. Dezember hier in Hamburg. Kann man daraus schon einige Rückschlüsse ziehen? Michael Grant, Sullivan, wie die Kräfteverhältnisse da sind? Ja, Sullivan ist schon ein ausgebuffter Profi und man über Kreuzvergleiche sollte man dort nie ziehen in dem Sinne. Aber ich denke schon, dass wir uns bisher schon sehr gut vorbereitet haben und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es kommt auch noch eine anderthalb Wochen, die noch sehr, sehr harte Sparring folgen und Vitali wird optimal vorbereitet in den Kampf gehen und ich denke, vielleicht braucht er nicht so lange wie Mark Grant. Wir wollen es hoffen und hören jetzt noch mal kurz ein Statement von Michael Grant. I ask Lennox Lewis. Ich habe Lennox Lewis nach seinem Kampf gefragt, ob er immer noch gegen sie antreten will. Lewis antwortete ja. Werden Sie Ihrem Management jetzt sagen, ich will diesen Kampf? Hey, das wissen doch alle. Ich will diesen Kampf schon seit langem. Wenn es klappt, super. Aber ich werde nichts erzwingen. Wenn meine Zeit gekommen ist, bin ich bereit. Fritz, Michael Grant ist ja auch jemand, der sehr sportlich war. Er hat Basketball gespielt, Football, auch Baseball. Der wurde sogar 1991, als er auf dem College war, ausgezeichnet für diese sportlichen Leistungen. Ist das ein Vorteil für Sie, wenn jemand sportlich so vielseitig ist, oder eher ein Nachteil als Boxer? Ich denke, fast alle Boxer sind sportlich sehr begabt und vielseitig, aber es, glaube ich, ist ein Nachteil, weil Mike Grant, er hatte keine Amateurkarriere. Und das sieht man auch an seiner Entwicklung als Profi. Er hat es doch sehr schwer, er wurde sehr gut aufgebaut bisher. Aber wenn jetzt die harten Brocken mal eben kommen und auch wie gerade im letzten Interview noch nach dem Kampf Lennox Lewis sagte, die sind noch grün oder die brauchen noch Kämpfe, ehe sie antreten können. Mich bereit, reicht da nicht zu. Ungefähr solche Worte hat auch Don Turner gesagt. Und ich denke, Wladimir Vitali sind dort ein Ende weiter als Mike Grant. Mike Grant, der hat eine ganz kurze Amateurkarriere. 12 Kämpfe, 11 Siege, eine Niederlage. Vitali, glauben Sie, dass es von Vorteil ist, diese Bewegungssportarten, also die Sportarten, wo auch ein bisschen Ballgefühl, Bewegungsgefühl geschult wird, dass man die auch gut beherrscht? Das ist verschiedene Sportarten, das ist entwickeln gute Koordination, selbstverständlich. Und wir sehen, andere Sportarten hat sehr gut, sehr starke Körper, gebaute Körper. Und das ist hilft. Aber was hat gesagt Fritz, das ist wirklich so. Und meistens der gute Profiboxer hat in vergangener Zeit gute Amateurkarriere. Und fast alle nach den Olympiaspielen erreichen Weltspitze in Profiboxen. Das ist richtig. Und jetzt kommen wir zu weiteren Boxern, die wir, glaube ich, auch unter Beobachtung halten sollten, nämlich Hasim Sherif Rockman und Maskayev. Was können Sie zu Maskayev sagen, Vitali? Ich glaube, den kennen Sie ganz gut. Selbstverständlich kenne ich Oleg Maskayev sehr gut, weil wir sind zusammen trainieren, lange Zeit in alte sowjetische Mannschaft. Und habe ich mit Oleg Maskayev viele Sparring gemacht. Auch geboxt als Amateur, haben Sie gegen ihn antreten müssen? Leider noch nicht. Und nicht geboxt. Und sage ich, gute Sportler, er hat gute
Resultate hat gezeigt in vergangenen Zeiten seine Amateurkarriere. Er war zweite, er hat zweite Platz gehabt in Sowjetunion, Championship. Und danach zweite Platz in Weltcup in als Amateur und in Olympiaspielen. Er hat Genies geschafft. Schauen wir uns erstmal die Daten an von The Rock Rockman. Da sind sie, geboren in Baltimore, USA, 27 Jahre alt, 1,89 Meter. Erst eine Niederlage und die war gegen David Tua. Fritz, was halten Sie von The Rockman? Er ist ein sehr aggressiver Boxer und war ein hervorragender Sparringspartner für Evander Holyfield, wenn er sich gegen Mike Tyson vorbereitet hat. Und er war auch im Camp da in Houston, als wir dort waren, machte dort auch einen sehr starken Eindruck, bereitete sich dort vor auf die Kämpfe da gegen David Tua. Und ich muss sagen, er hat mir dort schon nicht gefallen von der konditionellen Seite her. Also dort wird eigentlich von der Athletik her sehr wenig gemacht. Sie machten sehr viel Sparring, im Gegenteil zu Evander Holyfield, der macht wenig Sparring. Ich meine, jeder Boxer ist auch individuell zu sehen, aber letztendlich denke ich, der große Boxer ist er nicht, er ist ein Fighter, er möchte den Stil von Mike Tyson kopieren und darum wurde er auch von dem Trainer damals ausgewählt oder von dem Trainerstab und natürlich von Don Turner, um gegen Evander Holyfield zu arbeiten und ich muss sagen, ich halte nicht sehr viel von. Die Daten zu Maskayev, ich glaube, Vitali, da können Sie auch noch mal korrigierend eingreifen, der wird als Kasache geführt, ist das richtig? Schwer zu sagen, habe ich Informationen, er ist aus Usbekistan und in Weltratingliste steht als ukrainischer Sportler aus Ukraine, das ist für mich auch Überraschung und jetzt sehen wir aus Kasachstan. Also eigentlich ein Landsmann von Ihnen, also da müssen Sie doch sagen, Freunde, das muss korrigiert werden, denn da wäre ja noch ein weiterer Schwergewichtler aus der Ukraine, dann wären Sie schon zu dritt, das wäre besser. Wir schauen aber jetzt erstmal den Kampf an, damit wir nachher noch was über diesen Boxer verlieren können. Oleg Maskayev, der gebürtige Kasache, der jetzt in Moskau lebt, 17 Siege, 2 Niederlagen und 12 seiner Siege durch K.O. Und hier sein Gegner, Hasim The Rock Rockman. Eine Niederlage zuletzt gegen David Tua. Und ansonsten 31 Siege mit 26 K.O.s. Gilt als heißer Anwärter auf einen WM-Titelkampf, wenn er sich erholen kann von der Niederlage gegen Tua. Da verlor er in der 10. Runde. Danach allerdings Siege über Arthur Weathers und Michael Rush. Also Rockman, der Mann in der schwarzen Hose, hier der Favorit. Dieser Oleg Maskayev hat verloren in der ersten Runde gegen Oliver McCall und verlor auch gegen David Tua in der 11. Runde. Damals ging es um den WBC International Titel. Ansonsten Siege über Alex Stewart, Courage Chabalala und zuletzt über Shane Sutcliffe. Auf 10 Runden angesetzt. Favorit Hasim Rockman. Der schlug Jesse Ferguson, schlug Obed Sullivan, schlug Trevor Burbick. Dann Siege über Melvin Foster, Steve Pannell, Garing Lane. Die Niederlage, die umstrittene gegen David Tua. Da ging es um die nordamerikanische Meisterschaft, Verband USBA. Aber Rockman meinte, aus dieser Niederlage habe ich viel gelernt. Jetzt bin ich reifer geworden. Reifer auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. 26 Jahre alt und dieser Oleg Maskayev 30 Jahre. Beide ungefähr gleich groß. Rockman 1,89, Maskayev 1,90. Ringrichter Eddie Cotton, die drei Punktrichter George Colon, Cason Cheeks und Deborah Barnes.
Die linke von Rockman gut im Ziel, die rechte dann vorbei. More speed. Keep your elbows in and don't reach. Right foot to the side, chin down. What I want you to do is kick off that right. Ja, da wollte er die rechte noch ins Ziel bringen, aber der Weg war zu weit. Die dritte Runde. Der Kampf aus dem Bally's Park Place Casino in Atlantic City. Gute Aktion von Oleg Maskayev. Beide haben Schwierigkeiten beim Nachsetzen. Das mit der Motorik, mit dem Zusammenspiel der Beinarbeit und der Arme, das klappt nicht ganz so doll. Aber wenn sie stehen bleiben können, wenn der Schlagabtausch kommt, dann sieht es flüssig aus. Maskayev geht richtig rum, weg von der rechten Schlaghand von Hasim Rockman. Gute Körpertreffer. Die rechte zu kurz. Das war diese Situation, wo die Beinarbeit gefehlt hat bei Maskayev. Vierte Runde auf 10 Runden, also angesetzt im Schwergewicht. Versuch des linken Hakens von Hasim Rockman. Beide stehen sehr flachfüßig, beide stehen sehr breitbeinig. Gute Rechte von Maskayev. Oleg Maskayev wurde ja förmlich überrollt von Oliver McCall im 7. Profikampf. Aber er sagt, dieser Kampf hat mir weitergeholfen. Jetzt denken alle von diesen Schwergewichtlern, die demnächst um die Weltmeisterschaft boxen wollen, dass ich nur Kanonenfutter bin, dass man mich schnell und einfach ausnocken kann. Und so komme ich an die Kämpfe, die ich brauche, um dann irgendwann mal um eine Weltmeisterschaft boxen zu können. Er ist amtierender panasiatischer Meister, schlug einen Neuseeländer und zuletzt den Kanadier Shane Sutcliffe. Chuck McGregor in der Ecke von Hasim Rockman und Miguel Diaz. Und bei Maskayev Bock Jackson und Al Gavin. Die fünfte Runde.
Maskayev, der etwas bessere Boxer, der deutlicher trifft, der mehr arbeitet. Und Rockman wartet auf die Möglichkeit, die schwere Rechte unterzubringen. Ringrichter immer noch Eddie Cotton. Er fängt ihn häufig ab mit der Führhand, Oleg Maskayev. Ja, da hat er alles hintergelegt, hinter die Rechte. Aber man merkt, dieser Hasim Rockman ist nicht mehr ganz so schnell. Die vielen Treffer von Maskayev haben da schon ihre Wirkung hinterlassen. Die Zeit wird angehalten, der Kampf unterbrochen. Der Mundschutz von Maskayev wird ausgespült und wird wieder eingesetzt. Und weiter geht's. Gute Rechte von Maskayev. Da war mal die lange Rechte. Jetzt wirkt er etwas entschlossener. Hasim Rockman. Ja, aber der Mann aus Maryland, er wartet zu lange. Er wartet immer drauf, dass Maskayev die Fehler macht, anstatt sich selbst Lücken zu schaffen. Mit der Führhand vorzuarbeiten. Hier, da war mal der linke Haken. Und dann kam die rechte. Und die hier aus der Ringecke heraus war zu kurz. Die siebte Runde. Jetzt marschiert er. Hasim Rockman im Vorwärtsgang. Er springt daran. Dreimal die linke, aber er lässt die rechte ganz tief hängen. Gut, dass Maskayev da nicht probiert hat zu kontern. Gute Runde, aber dieser Kampf bis hierher hat eine Menge Kraft gekostet für beide. Atmen schwer, sowohl Rockman als auch Maskayev. Es kommt die achte. Und hier nochmal die guten Treffer von Maskayev. Die Links-Rechts-Kombination. Und die rechte. Runde 8. Gute Treffer wieder von Maskayev. Gute Kombination. Jetzt wirkt er angeschlagen. Hasim Rockman mitgenommen. Er fightet mit. Er hält dagegen, aber immer wieder harte Treffer.
Er versucht, die Schläge auszupendeln, versucht sich ganz klein zu machen. Er hält, er klammert. Er braucht diese Sekunden, um sich zu erholen. Hasim Rockman. Und die schwere Rechte. Oh wei. Fällt erst auf den Tisch und dann fällt er runter. Und hier in der Halle im Bally's Park Place Casino haben sie wohl nur auf diesen Startschuss gewartet. Es kommt hier im Publikum auch zu Schlägereien. Es sind Stühle geflogen und hier liegt Hasim Rockman mitgenommen. Und schwer K.O. Die Ärzte natürlich direkt bei ihm. Was für ein K.O. Da ist er direkt zwischen den Ringseilen durchgefallen. Und hier beim Zeitnehmer und bei den Kollegen vom amerikanischen Fernsehen direkt zwischen die Monitore gefallen. Er hat eine Schramme im Gesicht. Wird jetzt natürlich erstmal untersucht, ob da alles okay ist. Im Hintergrund wird aufgeräumt und hier nochmal die Szene. Volltreffer, die rechte. Und da faltet er sich selbst so zusammen, dass er zwischen den Ringseilen Platz findet. Hier fällt er runter, bekommt noch den Monitor mit. Er kann froh sein, dass er da nicht schlimmer verletzt worden ist. Hasim Rockman, ein schwerer K.O. Er steht auch wieder im Ring. Und kann selbst nicht glauben. Das Urteil von Mark Bibow. Sieger durch K.O. in der 8. Runde. Der 13. K.O.-Erfolg, der 18. Sieg. Was für einer von Oleg Maskayev. Stunek, Sie sind ja schon ewig dabei, haben viel gesehen. Haben Sie so einen K.O. schon mal beobachten können? Zumindest nicht so einen Absturz, wie sich ein Boxer zusammenfaltet und durch die Seile rutscht dort. K.O. ist sicherlich schon schwerer, aber für mich ist es unerklärlich, wie die Leute dort wegspringen und dem Jungen nicht helfen, dass er zumindest nur bis zum Tisch fällt. Der hätte sich das Knick brechen können, bis zum Erdboden zu rutschen. Ne? Ist zusammengeklappt wie ein Taschenmesser. Vitali, ist es in dem Fall von Vorteil, wenn man Werbung auf den Schuhsohlen hat? Sage ich, das ist schwarze Gummo. Machen Scherze mit solchen Situationen. Das kann passieren mit jedem Boxer. Aber trotzdem lieber Werbung machen. Als gar nicht. Alles nein. Lieber Werbung machen muss Sieger, als mit solchen K.O. in der Lage. Fritz und Vitali, das war ja ein Problem bei den beiden Boxern, dass sie ihre Koordination nicht gefunden haben. Also zwischen Beinarbeit und Armarbeit war da eine große Verzögerung. Das sah alles sehr holprig aus. War das der Hauptgrund dafür, dass das noch keine Spitzenboxer sind? Ja, Spitzenboxer sind es beide sicherlich schon. Das zeigt ihre Kampfbilanz und auch ihre Plätze in den Weltranglisten. Aber man sieht eben, wenn zwei solche Typen gegeneinander stehen, wenn sie stehen bleiben, miteinander keilen und sich gegenseitig die Schläge an den Kopf dreschen, das sieht zwar für die Leute zum Teil attraktiv aus, aber das ist nicht das Boxen, was wir an und für sich ausbilden und was wir lieben. Bei uns ist es so, Boxen ohne getroffen zu werden, selbst viel treffen. Und das Boxen ist nun mal die edle Kunst der Selbstverteidigung und das wird dort kaum angewendet. Und sie haben wirklich echt Probleme gehabt, wenn einer nachsetzen wollte mit der Verbindung zwischen Fuß und Faust, wie wir sagen, der Koordination. Der zweite Angriff kam gar nicht. Sie traf mit der Führungshand. Wenn die Schlagern kommen sollte, war das Bein zum Teil in der Luft. Ne? Gesetzt den Fall, diese beiden wollten antreten gegen Vitali oder Wladimir. Wären das ernsthafte Gegner? Könnten die Ihnen Sorgen bereiten? Im Boxen ist erstmal jeder Gegner ernst zu nehmen. Und ihre Kampfbilanz, sagt ja, ist schon sehr, sehr spektakulär. Und mit einem Schlag kann man viel entscheiden. Und wenn man mit dem linken Haken mal hart getroffen wird und so weiter, denke ich schon, dass da auch die Lichter ausgehen könnten bei Wladimir oder Vitali. Ne? Aber die sind, glaube ich, so reaktionsschnell und so schnell auf den Beinen, haben so gute Reflexe, dass sie kaum getroffen werden würden von diesen beiden. Und beide bieten sich wunderbar zum Kontern an. Wenn sie reinfallen, den Oberkörper sehr weit nach vorne nehmen, können sie sehr gut mit rechten Aufwärtshaken oder linken Aufwärtshaken ausgekontert werden. Ne? Und das war's dann. Das würden Sie als Taktik ausgeben. So ist es.
Wir schauen uns jetzt mal die Weltranglisten an im Boxen bei den einzelnen Verbänden, im Schwergewicht natürlich unserem Thema heute Abend. Wir fangen an mit der WBC, da ist ja Lennox Lewis Weltmeister, das haben wir ja schon des Öfteren gesagt heute Abend. John Ruiz an 1, Michael Grant 2, David Tua 3, Wladimir Klitschko dort an 4 und Andrei Golota an 5. Dieser John Ruiz, der wurde ja von David Tua mal in der ersten Runde ausgenockt, ist dennoch in den Weltranglisten relativ weit oben. Sehen Sie das ähnlich? Ist das eine richtige Einschätzung, Fritz? Ja, dazu habe ich zu wenig Kämpfe von dem Mann gesehen. Er hat damals schon verhältnismäßig gut begonnen gegen Tua. Und wie gesagt, ein Schlag entscheidet sehr, sehr schnell und sehr viel beim Boxen. Aber darum ist trotzdem überrascht, dass er noch da vorne hängt. Aber er wird sicherlich danach schon wieder ein, zwei Kämpfe gemacht haben, um sich dort reinzuboxen. Ne? Denn Wladimir ist ja auch nach seiner Niederlage in Kiew wieder sehr, sehr schnell nach vorne gekommen. Durch den Gewinn des Intercontinental-Titels rutscht man ja automatisch unter die ersten 10 Boxer oder ersten 15. Und wenn dann weitere Kämpfe und Siege dazukommen, kann man schon wieder sehr schnell nach vorne rutschen. Ne? Ja, John Ruiz, das war auch 96 im März bei einem Turnier, als er diese Erstrundenniederlage bekam. In der WBA ist Lewis Weltmeister, klar, dann an 1 Henry Akinwande, John Ruiz 3 Larry Donald, Oleg Maskayev, jetzt an 4 auch, und Wladimir Klitschko an Nummer 5. Wir gehen gleich weiter in die IBF. Da haben wir Tua an 1. Die 2 ist nicht besetzt. 3 wieder der angesprochene John Ruiz, Larry Donald an 4 und Hazim The Rock, Rockman an 5. Die 2 nicht besetzt, wie kann man das erklären? Das sind die Ranglistenleute, die das setzen. Wer weiß, wie das zustande gekommen ist. Vielleicht ist kurzfristig ein Boxer ausgefallen und man streitet sich jetzt, wie man an Nummer 2 setzt. Dann kann kommen, ist ein Titel vakant. Und jetzt boxt dann die Nummer 1 gegen die Nummer 2 und wäre sofort berechtigt, um einen Titel zu kämpfen. Und jetzt streitet man sich dort sicherlich noch und weiß noch nicht, wen man dann auf diese Position nimmt. Ne? Ja, und gerade in der IBF kann das natürlich zu Spekulationen führen, weil da ja diese Bestechungsvorwürfe im Raum stehen. Vielleicht wurde da wieder nicht genug Geld gezahlt, um die Nummer 2 zu besetzen. Ne? Das haben Sie jetzt gesagt. Vitali, dann kommen wir zu dem Erfreulichen, der WBO an 1, beziehungsweise der Champion erstmal, das ist Vitali Klitschko. An 1 dann Mike Tyson, auf den kommen wir natürlich auch noch zu sprechen. 2 Michael Grant, 3 David Tua, 4 Hazim Rockman und 5 Ed Mahone. Auch dazu gibt es nachher noch mehr zu Ed Mahone. Ja, wenn man das jetzt so sieht, ein Kampf Mike Tyson gegen Vitali, das wäre so das Ziel, was Sie auch anstreben würden im nächsten Jahr. Wir vorbereiten für diesen großen Kampf gegen Boxer, wer hat größte Name in der Welt. Zum Ersten, ich muss kämpfen am 11. Dezember und zeigen einen guten Kampf. Und danach, wir können sehen, was ist das nächste, unser Ziel. Aber einen Blick in Zukunft planen wir den Kampf gegen Mike Tyson. Hier in Europa, in Deutschland wahrscheinlich. Vielleicht können wir da schon mehr wissen? Wissen wir da schon jetzt etwas Konkretes? Konkrete, niemand kann nicht sagen. Etwas Konkretes, weil bis nächste Sommer ich muss noch 2-3 Mal meinen Titel Verteidigung machen. Und Mike Tyson auch. Er steht ja an 1 in der Rangliste, also wäre das eigentlich eine logische Konsequenz, dieser Kampf? Wir sind gesprochen schon mit dem Management von Mike Tyson. Er hat schon lange Zeit hat keine Boxpraktik gehabt und braucht seine Stärke zu bauen, dieses Gefühl bekommen, Kampfgefühl. Und also Vitali lässt Mike noch ein bisschen Zeit, damit er sich gut vorbereiten kann. Ich realistisch sehen, dass der Kampf wird halbe Jahre später. Das ist alles abhängig von mir und von Mike Tyson auch. Wir haben gesehen, David Tua, der ist überall vertreten und da schauen wir uns jetzt gleich mal die Daten an. Die sind auch beeindruckend. Der hat nämlich nur eine Niederlage und zwar gegen Ike, the President Ibeabuchi. Der ist schon etwas länger zurückgetreten. Der einzige Nachteil, Fritz, das würden Sie wahrscheinlich auch so sehen, 1,78 Meter nur. Und da wir gerade beim Thema sind, Mike Tyson, er wird ja auch so mit Mike Tyson verglichen, der David Tua. Gleiche Statur, ähnlicher Boxstil.
Ja, er versucht es auch dort so weit umzusetzen, aber ich denke, reicht natürlich lange noch nicht an Mike Tyson ran. Mike Tyson Glanzzeit, muss man natürlich dabei zusagen. Aber er ist schon sehr, sehr gefährlicher Mann und was erstaunlich ist, trotz seiner Körpermasse, die hat, dass er doch sehr explosiv ist und auch eine verhältnismäßig gute Kondition hat und sehr hohes Tempo mitgehen kann. Ne? Wollen wir den mal gerade analysieren anhand von Kampfbildern? Die liegen nämlich auch vor. Sein Kampf gegen Shane Sullivan, den haben wir gerade hier im Bild und das ist David Tua. Da kam. Also, der größere Mann, das ist Shane Sutcliffe und der kleinere Untersetzte David Tua. Der Kampf habe ich live gesehen im Ring. Gesessen, das ist der Kampf war vor dem Tyson-Kampf. Und sage ich, der Gegner hat schon sehr großen Respekt von David Tua und habe ich nie gesehen etwas Besonderes von dieses von beide und sage ich kann ich kämpfen gegen Tua, habe ich auch sehr sehr viele Schwäche gesehen von dieses Mensch und möchte ich die Schwäche benutzen, wann bekommt dieses Kampf der Kampf gegen David Tua, sage ich explosiv. Er hat nicht so groß wie alle anderen Schwergewicht. Aber sehen wir, er kann ganz hart hauen. Fritz, das ist einer, der Vitali sogar liegen könnte, denn er ist auch jemand, der die Deckung nicht ganz so beherzigt. Ja, er manövriert mit dem Oberkörper und springt dann in den Mann rein, wie er es hier ist. Er regelrecht mit dem linken Seithaken reingesprungen, hat ihn da erwischt gehabt. Und ich denke, das ist so ein Typ, der sehr gut liegen würde, aufgrund der guten Reflexe, die der Vitali oder auch Vladimir hat, dass sie eben zurückgehen, diesen linken Haken vorbeigehen lassen würden, der würde gar nicht treffen, die würden ihn gar nicht annehmen, um ihn dann auszukontern. Ne? Und wie offen er ist, das zeigt er in vielen Kampfsituationen und wie Vitali schon sagte, wie er hier mit dem linken Haken reingeht, er zieht die rechte Hand völlig weg und er ist sehr, sehr, sehr offen. Allerdings hat er schon auch einen richtigen Wumm, ja, in der linken Hand. Das kann man schon sagen, dass da einiges rauskommt. Das sieht man bei dem linken Haken und wenn man die Körpermassen so beschleunigt, da ist schon Energie dahinter und bloß der muss eben treffen. Und diese Möglichkeit, denke ich, wird von Vitali und Vladimir kaum gegeben werden, weil sie einfach zu schnell sind. Sie haben zwar hervorragende anatomische Parameter, sehen aus wie Hauklötze, aber sie sind sehr beweglich, sehr schnell und daher haben wirklich viele Boxer mit diesem Kampfstil, wie er dort in Amerika ausgeprägt wird, Riesenprobleme und deswegen bin ich auch so optimistisch da. Aber trotzdem, wir müssen nicht die Gegner unterschätzen. Ist jeden ist gefährlich und jeden in Schwergewicht hat sehr harte Schläge und ganz schwere Schläge. Tritt Vitali auf die Euphoriebremse, ja? Fritz, aufgemerkt? Ja, aber ich hatte es ja vorher gesagt, im Schwergewicht ist jeder Gegner natürlich ernst zu nehmen und dort entscheidet jeder Schlag kann. Auch Vitali oder Wladimir hatte ich vorhin schon gesagt, von den Brettern holen. Aber wie gesagt, sie haben so viel gelernt in der letzten Zeit und arbeiten sehr wachsam und sind sehr beweglich und ich denke, die guten Reflexe und die Schnelligkeit, die sie haben, da wird es nicht so viele Probleme geben. Auf jeden Fall wäre das ein schöner nächster potenzieller Gegner, denn eben auch David Tua, der wartet ja auch mal auf einen etwas größeren Kampf, so die richtig großen Namen fehlen ja. Jetzt kommen wir zu einem ganz spektakulären Ding, das darf ich schon mal vorwegnehmen, nämlich dem Kampf zwischen Derek Jefferson und Morris Harris. Wir schauen gleich mal auf die Karte von Jefferson, auf dessen Daten. 1,96, schon etwas älter, allerdings noch keine Niederlage und nur ein Unentschieden. Und dessen Gegner ein ganz junger Mann, Morris Harris, 23 Jahre. Der hat Anlass gefunden zu boxen, weil er den Kampf Holyfield Foreman gesehen hat. Dann hat er gesagt, okay, das war die Initialzündung. Ein Junge, der viele Schwierigkeiten im Leben hatte, auch so die klassische Nummer, hatte was mit Drogen zu tun, wurde straffällig. Also genau das Gegenteil von Vitali praktisch. Derek Jefferson gegen Morris Harris, Kommentator nach wie vor Tobias Dreves.
Ein ungeschlagener Mann im Schwergewicht, Derek Jefferson. 20 Siege, ein Unentschieden. 17 seiner Siege durch K.O. Der Mann aus Detroit. Und hier Maurice Harris aus New Jersey. Ein durchwachsener Kampfrekord. 16 Siege, 9 Niederlagen und 2 Unentschieden. 9-mal besiegte er seine Gegner durch K.O. Aber sein Spitzname, der Spitzname von Maurice Harris, Mo Better, also viel, viel besser als sein Kampfrekord. So sieht er sich nämlich selbst. Hat geboxt gegen Larry Holmes und da haben viele gesagt, eigentlich hat er ihn besiegt, verlor allerdings auf den Punktezetteln einen 10-Runden-Kampf. Zuletzt Siege über Louis Monaco und Jeremy Williams, den ehemaligen WM-Herausforderer. Da sprang er kurzfristig ein und schlug diesen Williams eindeutig nach Punkten. Im allerletzten Kampf ein Punktsieg über Israel Cole. Und Derek Jefferson, der Mann in der schwarzen Hose, schlug Melvin Foster und davor Obed Sullivan. Und im Kampf davor Bart Cooper durch K.O. in Runde 2. Favorit auf dem Papier, wenn man einfach auf die Kampfrekorde guckt, natürlich Derek Jefferson. Aber man darf diesen Maurice Harris wirklich nicht unterschätzen. Hat auch vorher den Weltranglistenmann David Isonrite geschlagen. Jimmy Sander wurde ebenfalls von Harris in der 7. Runde ausgenockt. Also schon ein paar illustre Namen, allerdings auch andere Namen mit einem Minus dahinter. Einer, der mal besser boxt, als man erwartet und manchmal auch viel schlechter. 23 Jahre alt, der Mann in der roten Hose. Da war die linke. Der linke Haken von Derek Jefferson und Maurice Harris am Boden in dieser 2. Runde. Er wird angezählt von Steve Smoker. Er zeigt an, ich bin wieder klar, ich kann weitermachen. Und jetzt wird Derek Jefferson natürlich probieren, gleich alles auf eine Karte zu setzen. Maurice Harris war auch Sparringspartner von Lennox Lewis. Hat natürlich auch da viel gelernt. 95,7 Kilo ist er schwer. Derek Jefferson 115,8. Er versucht es mit Wucht, er probiert es mit Kraft. Derek Jefferson, diese 20 Kilo mehr, die muss er natürlich umsetzen. Nochmal und wieder die schwere Linke. Ist das das Ende? Die Lippe blutet, er steht wieder, Maurice Harris. Und er macht weiter, noch 35 Sekunden. Und da war die Linke drin von Harris. Da war er zu unachtsam. Derek Jefferson ist voll reingelaufen und muss selbst zu Boden. Was für eine Runde, diese zweite. Jetzt kommt Harris. Guter Schlagabtausch. Beide mit harten Treffern. Eine klasse Runde, eine super Runde. Und da klatschen sich beide auch ab. Und auch Derek Jefferson geht auf schweren Beinen zurück in die Ecke. Da war eigentlich schon alles klar und dann rennt dieser Jefferson voll in einen Konter von Maurice Harris. 31 Jahre ist der Mann aus Detroit alt. Hier nochmal, klasse. Der linke Haken, das war der zweite Niederschlag. Und hier hat er selbst schon mal die linke von Harris nehmen müssen, allerdings noch ohne Wirkung. Und das hier war dann die Szene, wo Jefferson selbst zu Boden musste. Klasse, dritte Runde. Anweisung von Steve Smoker, nehmt eure Hände hoch, haltet eure Deckung geschlossen. Beide wirken jetzt schon müde in der dritten Runde, beide haben sich in der zweiten verausgabt. Und Derek Jefferson beißt schon in die Luft.
Jefferson 1,95, Maurice Harris 1,93 Meter groß. Gute lange Rechte und der Aufwärtshaken. Da fliegt der Mundschutz raus von Maurice Harris. Ein Wahnsinnstreffer von Derek Jefferson und trotzdem steht er noch, Maurice Harris. Wackelige Knie und Steve Smoger lässt den Mundschutz wieder einsetzen. Wichtige Sekunden für Maurice Harris. Und da lassen sich natürlich die Betreuer viel Zeit. Tommy Parrus. Er weiß auch, jede Sekunde kann jetzt wichtig sein. Sie können beide nicht glauben, was hier passiert. Beide treffen voll, beide treffen hart und beide stehen noch. Was sagt die Ecke von Maurice Harris? Hier nochmal die Szene. Er bringt selbst die Rechte und dann voll der Aufwärtshaken. Und der Mundschutz fliegt und Harris bleibt trotzdem stehen. Jetzt die vierte Runde. Wie lange können beide dieses Tempo gehen? Wer bringt den nächsten Volltreffer ins Ziel? Vielleicht könnte man noch Wetten abschließen, in welche Zuschauerreihe fliegt der Mundschutz das nächste Mal. Beide versuchen sich da Pausen zu verschaffen, beide versuchen zu halten. Fliegt der Mundschutz wieder. Wieder der Mundschutz von Maurice Harris. Und Steve Smoger hat auf die Pause gewartet, damit der Mundschutz dann zurückgegeben werden kann, auf eine Pause im Kampfverlauf. Weiter geht's, vierte Runde nach wie vor. Geht gut rein, Derek Jefferson, auch gut mit seinem Aufwärtshaken. Und Harris müsste versuchen, lang zu bleiben, mit den langen Händen zu arbeiten. Gute Haken von beiden. Etwas frischer wirkt Maurice Harris. Etwas frischer, denn beide sind schon mitgenommen. Er muss tief atmen. Derek Jefferson braucht viel, viel Zeit zwischendrin, um sich wieder zu erholen, um Kraft zu tanken. Aber hier war der linke Haken drin. Die sechste Runde. Auf 10 Runden angesetzt. Immer wieder diese Aufwärtshaken von Derek Jefferson. Brandgefährlich am Mann. Am
Maurice Harris verlässt die Kraft. Aber er steht wieder auf, steht wieder bei 9. Und er will noch mal weitermachen. Und Steve Smoker gibt den Kampf noch mal frei. Keine Gegenwehr mehr von Maurice Harris. Ja, von wegen, da war der linke Haken und die rechte. Jetzt wackelt Jefferson. Und die linke, die schwere linke von Jefferson. Aus der Bewegung geschlagen, voll an den Kinnwinkel. Und wieder flog der Mundschutz. Und jetzt ist der Kampf aus. Jetzt ist der Kampf aus. Steve Smoger hat direkt abgewunken. Den jungen Mann, den 23-Jährigen, rausgenommen. Sieger Derek Jefferson. Was für ein K.O. Da war Jefferson selbst mitgenommen. Hat nochmal alles in den linken Haken gelegt und voll getroffen. Hier nochmal der erste Niederschlag. Die linke kam durch. Harris am Ringseil. Und fällt dann nach vorne über. Die Beine halten ihn nicht mehr. Da wirkt er schon müde. Dann kam er selbst nochmal. Und hier die Szene. Er wackelt Derek Jefferson und legt alles rein in den linken Haken. Was für ein Treffer. Das Urteil von Mark Bierow. Die offizielle Zeit 2 Minuten 52 in der sechsten Runde. Der 18. K.O. Was für ein Sieg. Da musste er schweren Widerstand brechen und hat dann alles in den linken Haken gelegt. Derek Jefferson. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube, sowas nennt man Jojo-Boxen, wenn man dann nochmal zurückkommt. Fritz, ich weiß, dass Sie solche spektakulären Kämpfe nicht mögen, weil es eben nicht Ihrer Vorstellung von Boxen entspricht. Aber das ist natürlich genau das, was die Amerikaner sehen wollen. Was fanden Sie denn gut von den beiden Boxern? Gut, wenn Sie am Mann standen, die Aufwärtshaken, besonders von Jefferson, das hat er schon sehr, sehr gut gemacht. Und ich meine, das war schon Instinktschlag, der letzte Schlag. Er war selbst angeschlagen und ansonsten muss ich nur sagen, beide konditionell nicht fit und haben sich sehr, sehr gequält. Und wirklich, das ist Boxen, das ist Anti-Boxen eigentlich. Also so stelle ich mir Boxen nicht vor und es ist keine Werbung für den Boxsport in dem Sinne. Vitali, teilen Sie die Meinung? Gerade habe ich den Kampf geguckt und sage ich, von solchen Kämpfen habe ich Kopfschmerzen. Dann müssen wir gleich Tugal holen. Wir haben Aspirin, glaube ich, auch da. Nein, solche Kämpfe zu gucken, habe ich wirklich nach dem Kampf habe ich Kopfschmerzen, weil so viele beide Boxer genommen schlagen, das ist unglaublich. Ich glaube, da kommt die Gefährlichkeit des Boxens zum Tragen. Und wenn solche Kämpfe häufig gemacht werden von solchen Boxern, ist es kein Wunder, wenn die hinterher eine Macke haben oder wenn dort schwere Verletzungen entstehen, Gehirnschädigungen entstehen. Und das tut mir leid. Für sowas habe ich nichts übrig. Glauben Sie, dass Mike Tyson auch schon zu viel genommen hat, dass er schon zu lange geboxt hat? Ja, Mike Tyson hat da so viel nicht genommen. Ich meine, er hat da so viele Runden nicht geboxt. Er hat ziemlich schnell in den ersten Kämpfen ausgenockt. Ne? Und das ist ein anderer Typ. Bei dem sind es sicherlich psychische Probleme, die er schon in der Kindheit hatte, wie ich es gelesen habe. Und dadurch ist er sicherlich gestört und das Verhalten ist gestört. Ne? Also keine Folgen aus dem Ring. Wir können jetzt mal gerade reinschauen bei Mike Tyson. 33 Jahre, 1,81. Die drei Niederlagen, bekannt gegen James Buster Douglas und die zwei gegen Holyfield. Er soll ja demnächst boxen, vielleicht sogar gegen Willie Fischer. Der ist im Gespräch am 15. Januar in England oder in Wales. Vitali, Sie kennen Willie Fischer auch ganz gut. Würden Sie ihm raten, jetzt gegen Mike Tyson anzutreten? Sage ich, sehr gute Chance für Willie, gegen Tyson zu kämpfen. Und das ist Boxen. Keiner Schlag kann entscheidenden Schlag. Und warum nicht mit guter Vorbereitung? Willie auch hat gute Chance, mit Tyson zu kämpfen und gewinnen. Ich drücke die Daumen. Wir schauen uns nochmal den Leistungsstand von Mike Tyson, den aktuellen, an, denn er hat ja zuletzt geboxt gegen Orlin Norris. Da war Vitali Klitschko auch am Ring. Fritz, eine Analyse von Mike Tyson. Sie haben schon damit begonnen, aber jetzt auch
über die Kampfbilder. Wie muss man Mike Tyson boxen? Ich denke, eins ist soweit richtig. Olli Norris versucht doch sofort mit der linken Hand mitzugehen, aber er gibt Mike Tyson den Raum. Und ich denke, das erste Mal, als Mike Tyson richtig die Nerven verloren hat, das war im ersten Kampf gegen Evander Holyfield, als der stehen blieb, Mike Tyson zurückdrückte und sofort geschlagen hat. Also wenn muss Mike Tyson selbst unter Druck gesetzt werden. Er darf sich nicht entwickeln, dann hat er auch keine Chance. Nochmal schnell zur Orientierung für Sie zu Hause. Der Mann mit den weißen Streifen an der Hose, das ist Olli Norris. Mike Tyson ja mit längeren Haaren, so kennt man ihn nicht unbedingt. Aber so schlecht war die erste Runde nicht, Vitali. Nein, das war eine schlechte Runde für beide. Und man kann nicht sagen, wer der Runde gewonnen, weil die beide ist gut gekämpft und leider nach dem Schlag nach dem Gong, was Tyson hat gemacht, wieder ein Skandal. Da ist schon die Frustration von ihm zu erkennen. Da merkt man, er ist nicht einverstanden mit dem Ringrichter, dass er ihn da wegdrückt. Da merkt man, glaube ich, schon, dass Wut in ihm aufsteigt. Das ist typisch Mike Tyson. Er möchte das sehr schnell machen. Er will den Ring sofort den Gegner an ACTA legen und wenn das nicht gelingt, verliert er auch sehr schnell die Nerven. Und die Entscheidung jetzt nachher mit dem Gong, und ich meine, das ist anderen Boxern auch schon passiert, mit dem Gong oder kurz danach zu schlagen, und das war sicherlich nicht Absicht von Mike Tyson. Aber ein Verhalten aus der Ecke nachher, ob das sportlich zu bezeichnen ist, der Junge wollte, glaube ich, eigentlich weiter boxen. Ne? Ja, das sehen wir jetzt gerade nochmal, die entscheidenden Bilder. Achten Sie drauf, jetzt. Der Gong war lange verklungen und dann zieht er noch mal hoch. Und auch zu sehen, dass Olli Norris wirklich eine Knieverletzung haben kann. Ich glaube, in den Zeitlupeneinstellungen war das jetzt gerade deutlich zu sehen, dass da nicht unbedingt geschauspielert wurde. Fritz, was glauben Sie? Ja, ich war nicht direkt am Ring dabei und nur Fernsehbilder sind da sehr, sehr schwer als Entscheidung heranzunehmen in dem Fall. Aber ich denke schon, dass die Ecke vor allen Dingen, Olli Norris hatte ich den Eindruck, wollte weiterkämpfen. Und dass die Ecke ihn beeinflusst hat, nicht weiterzukämpfen. Er bleibt sitzen und hat mit einer Disqualifikation gerechnet in dem Fall. Ne? Wir kennen ja Olli Norris ganz gut. In London, als Sie Weltmeister wurden, hat er auf der Karte gekämpft, in der ersten Runde gegen Pelle Reed gewonnen. Also eigentlich als Maßstab gar nicht so schlecht, der ehemalige Cruisergewichtler. Auf alle Fälle, er hat eine gewisse Grundschnelligkeit, hat ein paar Kilos zugelegt. Ist trotzdem noch sehr schnell und das hat er auch hier gegen Mike Tyson bewiesen. Er schlägt ihn selbst, ist schnell beweglich im Oberkörper und er stand ja auch mal als Gegner zur Debatte vor Ed Mahone und hat dann natürlich den Kampf gegen Mike Tyson vorgezogen, weil er sicherlich da mehr Geld verdienen konnte. Ne? Vitali, Sie haben immer wieder gesagt, das ist der Kindheitstraum, gegen Mike Tyson zu boxen, und das ist einfach noch der Name. Man will den Namen mal vor die Fäuste bekommen, oder gibt es etwas anderes, was Sie noch besonders reizt? Besonderes Wunsch, dass es gegen Tyson zu kämpfen. Dieses Wunsch schon lange Zeit bleibt bei mir. Und meinen Sie andere Boxer? Nein, ich meine, ob es noch ein ganz spezielles Motiv gibt, warum es gerade Tyson ist. Es ist klar, es ist der Name im Schwergewicht und da will man dann auch sagen, okay, ich bin besser als der. Aber gibt es noch eine Begründung, warum es gerade er sein muss? Weil er ist kein Weltmeister, aber trotzdem, er ist der größte Boxer in der Welt. Mit größter Name in der Welt. Und gegen Tyson zu kämpfen und Tyson zu gewinnen, das ist mein großer Wunsch und mein großes Ziel. Haben Sie das Feuer gesehen, liebe Zuschauer, in den Augen von Vitali Klitschko? Also das war schon beeindruckend, ich glaube. Da kann sich Mike Tyson auf einiges gefasst machen. Wir schauen aber jetzt auch nochmal auf Vitali Klitschko, denn den haben wir heute Abend zwar viel sprechen hören, aber noch nicht gesehen. Sein letzter Kampf war ja gegen Ed Mahone, die erste freiwillige Titelverteidigung in Oberhausen Anfang Oktober. Und ich denke, da können am besten der Athlet und der Trainer zusammen nochmal sagen, was da gut, was da schlecht war. Wir sind also jetzt in der dritten Runde. Zwei Runden waren schon geboxt. Vitali Klitschko, unschwer zu erkennen, der größere Boxer in der blauen Hose. Vitali, bis dahin waren Sie auch recht sicher, hatten kaum Probleme mit dem Gegner. Nein, niemand kann nicht sagen,
sicher, weil es das Boxen und vor dem Kampf, ich habe vor, alle 12 Runden kämpfen und niemand weiß nicht, wie Kampf läuft. Weil kann passieren sehr viele Überraschungen. Wir sehen, die Edmachon macht Drücker, geht vor und jeden Kampf, jeden Schlag von dieses Gegner kann ein entscheidender Schlag sein. Da war aber der entscheidende Schlag von Ihnen, wobei, wie gesagt, Edmachon war auch ungeschlagen, 21 Siege vor diesem Kampf. Fritz, waren Sie zufrieden dann in dem Moment? Haben Sie gesagt, okay, der hat jetzt genau das gemacht, was ich gesagt habe? Ja, Vitali hat doch die ersten zwei Runden ein sehr hohes Tempo mitgehen müssen mit Edmachon, hat es nicht verstanden, Kampf mit seinen Stempel direkt aufzudrücken. Ich hatte das ja auch leider im Kampf gesagt, es gibt noch viel Arbeit. Und hat dann aber, wie gesagt, in der Pause von der zweiten zur dritten Runde doch aufgenommen, dass er Edmachon anders bekämpfen muss, die Schlaghand tiefer ansetzen muss. Und man hat es gesehen, er hat einige Male schon die Schlaghand mehr also aufwärts halten, also von unten. Und Edmachon damit durchgeschüttelt und dann mit so einem rechten Cross hier, wie er nachher nachsetzt. Und sie hier wieder versucht hat, mit dem Aufwärtshaken, der allerdings nicht traf, ihn doch regelrecht durchgeschüttelt und zermürbt. Ne? Gibt es kleinere Schwächen, wenn ich jetzt den Jab anspreche, dass der manchmal zu sehr über außen kommt? Das macht Wladimir, glaube ich, etwas gerader. Ja, das kommt durch die Kampfhaltung jetzt. Edmachon macht sie sehr klein und Vitali versucht von oben seine Führungshand reinzuschrauben. Ansonsten in anderen Kämpfen hat man ja gesehen, wie perfekt Vitali den Jab auch in der Mitte genau durchziehen kann. Ne? Plus, es wirkt immer unterschiedlich bei den beiden, weil Wladimir eine andere Beinstellung hat. Und ich sage es immer wieder, bei Vitali kommt das Kickboxen halt immer noch mal wieder ein bisschen durch. Und da arbeiten wir auch beide enorm dran. Und gerade heute Morgen im Sparring muss ich ihm dort groß loben, wie er sich sehr, sehr gut bewegt hat. Ne? Und dadurch wird auch der Jab immer besser werden. Ne? Und dann natürlich der Spezialschlag, so auch ein bisschen Richtung Schläfe. Er zeigt es gerade, Sie können es nicht sehen zu Hause. Der Aufwärtshaken wäre natürlich der richtige Schlag gewesen, der beste in dem Fall. Die hat das auch perfekt gemacht und da hat er noch reich mit richtig durchgeschüttelt. Und den hatte ich auch schon früher gefordert. Aber sicherlich Königsschlag ist der rechte Cross. Bisher hat er die größten Erfolge mit erzielt. Aber ich denke, es wird zukünftig auch der rechte Aufwärtshaken mit zugehören. Denn bei seinen Parametern ist das ein perfekter Schlag. Ne? Sprechen wir noch kurz über den nächsten Gegner, Obed Sullivan. Haben schon angesprochen, Michael Grant hat ihn zum ersten Mal besiegt vor einem Jahr. Hat er ihn am Boden gehabt in der 9. Runde. Was glauben Sie, wie Sie ihn boxen müssen? Sag ich, Sullivan ist einer von starksten Gegner. Gegen wem habe ich schon geboxt. Und ich möchte nicht meinen Gegner groß zu machen. Sage ich, vorbereite ich voll. Mit großer Konzentration, weil Sullivan sehr dynamische Boxer, sehr lange und schnelle Jab machte, immer geht vor und meiner Meinung nach wird nicht so einfach gegen ihn zu kämpfen und habe ich schon wieder sehr viele Fragen bekommen, was meinen Sie, erste, zweite oder dritte Runde? Sehr schwer zu sagen, weil solche Prognosen habe ich aber nicht gefragt. Nein, habe ich schon solche Fragen bekommen. Meine ich, dieser Kampf kann viel, viel länger dauern. Fußball in der Sportswelt. Erleben Sie die englische Premier League exklusiv und live. Der Meister- und Champions League-Sieger Manchester United zu Gast bei seinem engsten Verfolger. Der Aufsteiger aus Sunderland spielt ganz oben mit. Eine scheinbar leichte Aufgabe für Chelsea. Sheffield seit 7 Spielen ohne Sieg kommt als Tabellenletzter nach London. Die englische Premier League in der Sportswelt. Am Dienstag Sunderland gegen Manchester und am Mittwoch Chelsea gegen Sheffield. Live in der Sportswelt. Eishockey in der Sportswelt. Die DEL. Live.
Das letzte Spiel des Jahrtausends. Und das will keiner verlieren. Die Berlin Capitals gegen die München Barons. Die DEL live. Am Dienstag Berlin Capitals gegen München. Auf Premiere Sport 2. Exklusiv. Basketball in der Premiere Sports World. Die NBA. Live. Ost-West-Duell. Die Boston Celtics bei den Sacramento Kings. Der Überraschungsmannschaft in der bärenstarken Pacific Division. Die Lakers sind nach einigen mäßigen Jahren wieder ein heißer Titelfavorit und wollen sich von den Phoenix Suns kein Bein stellen lassen. Am Dienstag Sacramento gegen Boston und am Mittwoch Los Angeles gegen Phoenix. Live auf Premiere Sport 1. Ich glaub das nicht. Hier sind die heißen Kisten. Aus dem kühlen Norden. Was Scharfes zum Aufwärmen für die coolen Jungs vom Plattenland. Nun geben Sie mal gefälligst Gas! Mit Carajo in die zweite Runde. Heute Abend um 12 Uhr kommen wir damit in Cordon Bleu vorbeigeflogen und ledern dein Bentley ab. Tut ihr nicht. Brüssels Kultcomic mit Nachbrenner. Schlag ein, Lobe Schröder. Eine Initiative gegen das Tempolimit. Diesmal wird's uns nicht entkommen. Das geht ab. Das muss kesseln. Jetzt geh ich mal richtig, Gummi. Werner kommt wieder auf Cine Comedy. Frisches Felddienst. Otello ist so günstig, dass man auch mal etwas länger telefonieren kann. Otello, for a better understanding. Und Romeo kommt mit der Nummer 20! 20? Moment! Los! Auf die 20 zu achten ist zurzeit sehr wichtig. Also, wann sehen wir Sie im Mediamarkt? Mich? Hey, was ist denn hier los? Da voll ernst verraten mit der 20 und den tollen Preisen. Über Geldangelegenheiten darf ich nichts sagen. Das haben wir uns schon fast gedacht. Runter vom Platz. Dieser überbezahlte Profi-Ignorant. Kann mir jemand hier verraten, warum gerade so ein Wirbel um die 20 gemacht wird? Nein? Na, dann achten jetzt wenigstens Sie auf die Angebote. Sie wissen ja. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Wenn auch Sie günstig telefonieren wollen, entscheiden Sie sich für Otello, wie schon über eine halbe Million anderer Kunden. Rufen Sie an 0180 31 98. Mobile.de, Ihr Automarkt im Internet. Hier können Sie Ihr Auto kostenlos anbieten und kostenlos suchen. www.mobile.de